Hallo und herzlich willkommen zum Türchen Nummer 12 des Advent of Code Adventskalenders 2022. Die Aufgabe von heute hat meine Laune gehoben, die von gestern und vorgestern nicht so sehr. Die klang für mich sehr nach Pflichterfüllung, wenn man den Kalender schon ein paar Mal gemacht hat. Aber heute hätten sie auch einfach A Star drüber schreiben können. Denn darum geht's. Wir haben ein Rätsel bekommen, das mit A-Star und verwandten Methoden zu lösen ist. A-Star ist ein Algorithmus, um den kürzesten Pfad innerhalb eines Graphen zu finden. Der Graph ist hier gegeben als ein Tableau von Buchstaben, weil die Buchstaben auch wieder Höhenwerte repräsentieren. Das sind alles Kleinbuchstaben, außer Groß S und Groß E. Groß S ist die Startposition, entspricht einem kleinen A. Und Groß E ist die Zielposition, entspricht einem kleinen Z. Wir wollen von S nach E kommen, wobei die einzelnen kleinen Buchstaben verschiedene Höhenabstufungen entsprechen in alphabetischer Reihenfolge. Also zum Beispiel klein a ist 0 und dann ist z irgendwie was, ach, ich weiß nicht, 26 oder so. Jedenfalls, wir wollen also durch diese Höhenlandschaft den kürzesten Pfad von S nach E finden, wobei wir niemals zu einem kleinen Buchstaben hochsteigen dürfen, der mehr als plus eine Stufe höher ist als unsere gegenwärtige. Aber wir können minus 10 runterspringen, aber wir können nicht über plus 1 drüber. Und ja, das bietet sich hier an, mit Dijkstra oder A-Star dieses Problem zu lösen. Ich habe mich für so eine Mischmethode entschieden. Ich glaube, am ehesten kommt meine Variante Dijkstra nahe. Man muss aber wissen, dass A-Star ist eigentlich nicht nur ein Algorithmus, sondern eine Klasse von Algorithmen, die sich durch eine Heuristikwahl spezialisieren lässt. Und für eine bestimmte Heuristik kann man A-Star auch in Dijkstra spezialisieren. Also, wenn man es so lesen will, kann man Dijkstra als eine Spezialversion oder eine Ausprägung von A-Star lesen. Ja, dann brauchen wir gar nicht lange drum rumeiern, gucken wir uns den Code an. Ich habe also hier eine Funktion geschrieben, gSearch. Sie nimmt eine Matrix an. Die Matrix ist genau hier das Ding hier umgewandelt in Integers. Ja, nimmt also eine Matrix aus Integers an, die Höhenkarte sozusagen, wie viele Zeilen und wie viele Spalten diese Karte hat, respektive also die Weite und die Höhe des zu betrachtenden Graphen. Ups, ja, hier Matrix, Anzahl Zeilen, Anzahl Spalten. Hier oben gibt es ähnliche Inputs, kommen wir auch gleich zu. Der Startpunkt, von wo aus wir losgehen, und Finish, also der Zielpunkt, wo wir hinwollen. Und was uns diese Funktion zurückgibt, ist ein Dictionary, das zu jedem Knoten sozusagen den besten Vorgänger. Und nicht zu jedem Knoten, sondern vor allen Dingen zu den Knoten, die wir wirklich brauchen. Also die Knoten von Start bis Ziel. Immer jeweils den besten Vorgänger speichert. Das heißt, ich kann mich mit diesem Dictionary dann zurückarbeiten, indem ich frage, was ist der Vorgänger vom Ziel, was ist der Vorgänger dessen Vorgängers, was ist der Vorgänger dessen Vorgängers und so weiter. Kann ich mich zurückarbeiten bis zum Start und das gibt mir dann den optimalen Pfad. Und dann geht es auch schon los. Wir haben bei A-Star und Dijkstra gibt es immer eine Open List oder eine Liste mit offener, abzuarbeitender Knoten. Das ist in der Theorie, werden da, naja, nee, also eine Liste abzuarbeitender Knoten. Und wir fangen erstmal an mit dem Startknoten. Das ist sozusagen der einzige Start, den wir haben. Der einzige Knoten, der ist unmittelbar abzuarbeiten gilt. So, dann haben wir Evaluation, das ist die Bewertung aller Knoten in der offenen Liste. Dann hier Prefs, das ist dieses Dictionary, das am Ende zurückgegeben wird, also aus dem dann der optimale Pfad hervorgehen können soll. Und
Als Gegenstück zur Open-Liste ist die Erledigt- oder Done-Liste. Also eine Liste aller Knoten, die wir schon mal abschließend in der Hand hatten und deswegen auch nie wieder zu betrachten brauchen. Die ist am Anfang natürlich erstmal leer. So, dann, solange wie die Nodes-Liste nicht leer ist, fahren wir fort. Sollte sie irgendwann mal leer laufen und wir kommen sozusagen hinter das While, dann ist was schiefgelaufen. In dem Sinne, dann sind der Start und der Endknoten überhaupt gar nicht verbunden. Dann gibt es gar keinen Pfad. Es gibt auch keinen kürzesten und keinen längsten. Es gibt einfach gar keinen. Ja, also wenn wir aus der While rauskommen, anders als über dieses Return, also wirklich direkt hinter die While-Schleife kommen, dann gibt es keinen Verbindungspfad. Wie dem auch sei. Wir gehen also in dieses While rein und aus den Nodes holen wir uns ganz vorne den ersten Knoten ab. Ja. Dieses Nodes ist sortiert nach einer gewissen Logik. Die wird hier unten sortiert, da kommen wir dann dazu. Aber der Knoten, der eben ganz vorne steht, ist sozusagen der interessanteste für die Abarbeitung. Da hängen sozusagen unsere Hoffnung dran, dass das der beste Kandidat ist, um auf den kürzesten Pfad zu kommen. Aber das ist eine Heuristik, diese Hoffnung basiert auf einer Heuristik. Das ist sozusagen der Wunschtraum da, dass es tendenziell eher auf den kürzesten Pfad führt, aber es ist keine Garantie. Das ist nicht rigoros. So, diesen Punkt, den wir uns aus Nodes rausholen, den packen wir gleich hinten an erledigt dran. Also wir müssen den jetzt hier noch schlussendlich abarbeiten, aber wenn dieses While einmal durchlaufen ist, brauchen wir uns mit dem Knoten nie wieder auseinanderzusetzen. So, also jeden Knoten, den wir aus der Nodes-Liste, aus der offenen Liste direkt anfassen, kommt direkt in die Done-Liste. So, als erstes prüfen wir jetzt, ob der Knoten, den wir gerade rausgeholt haben, möglicherweise der Zielknoten ist. Dann returnen wir das Dictionary und sind fertig. Andernfalls holen wir uns aus der Matrix den Höhenwert, also wie hoch das Plateau ist an der Stelle IJ, raus. Und dann definieren wir die Kosten, nämlich das, was es uns gekostet hat, bis zu diesem Punkt zu kommen. Und das ist ein zentraler Aspekt bei Dijkstra und bei A-Star. Um den kürzesten Pfad zu finden. Also hier kürzester, in dem Sinne heißt der Pfad, der die geringsten Kosten verursacht. Das hängt davon ab, ob man sogenannte Knotengewichte hat oder Kantengewichte. So, Kantengewichte haben wir keine, aber wir haben Knotengewichte. So, und ich sage, der Kosten... Quatsch, wir haben nicht mal Knotengewichte, Entschuldigung, das ist Unsinn. Wir haben weder Kantengewichte noch Knotengewichte, beziehungsweise die Gewichte sind überall identisch. Sondern die Kosten entstehen dadurch, dass wir von einem Feld zum anderen rübergehen. Dann ist immer wenn wir einen Schritt gegangen sind, dann kommt plus 1 auf die Kosten drauf. Ja? So, und dieses Eval, die Bewertung, beinhaltet ja gerade die Kosten aller Knoten. Das heißt, wir setzen also den gerade abzuarbeitenden Knoten ein, rechnen nochmal plus 1 drauf, dann gibt uns das eine Abschätzung für die Kosten, die es braucht, um nach IJ zu kommen. Wobei nicht auszuschließen ist, dass es kann ja mehrere Wege geben, die nach IJ geführt haben. Die Wege haben unterschiedliche Kosten. Interessieren tut uns am Ende natürlich derjenige Weg, der die geringsten Kosten verursacht. Ja, also das ist jetzt erstmal in Anführungszeichen die Kosten, oder das sind übergangsweise Kosten. Müssen jetzt erstmal noch checken, ob wir nicht bessere Alternativen vorher schon mal an der Hand hatten. So, und jetzt kommt hier der Knackpunkt. Wir müssen jetzt von dem gegenwärtigen Knoten IJ alle Nachbarn abgehen. Also drüber, drunter, links und rechts. Und um durch diese durchiterieren zu können, habe ich diese Neighbors-Funktion geschrieben. Das ist die hier oben. Da nimmt auch die Matrix, nimmt auch die Zahl der Zeilen und Spalten, nimmt den Knoten, dessen Nachbarn wir haben wollen, und seinen Höhenwert. Und dann gehen wir jetzt durch minus 1, 0, ne? Also für Schritt in I, Schritt in J, minus 1, 0, 1, 0, 0, minus 1, 0, 1. Also ne? Links, rechts, oben, unten.
Und dann sind hier I, I, J, J, sind I plus D, I und J plus D, J. Und jetzt wird geprüft, wenn I, I kleiner 0 ist, dann ist das, dann existiert dieser Nachbar nicht, der ist unzulässig, dann überspringen wir den. Wenn J kleiner 0 ist, gleichermaßen. Ja, also sollten wir aus Versehen über die Ränder der Matrix hinausgelaufen sein, das sind diese vier Fälle, dann sind das unzulässige Nachbarn, dann werden die übersprungen. Und die letzte Überprüfung ist, wenn der Höhenwert von dem Nachbarn zu groß ist, dann ist es zwar ein valider Nachbar, aber kein, den wir berücksichtigen brauchen. Den können wir dann auch überspringen. Und dann geben wir also hier nur noch valide Nachbarn zurück, deren Höhenwert nicht zu hoch ist. So, also mit diese Neighbors-Funktion ist ein Generator heißt es in Python, weil er nichts returns, sondern yieldet. Der hält bereit. Das heißt, wir kommen einmal beim Yield an, dann gibt er II und JJ zurück. Dann geht er nochmal durch und nochmal durch. Das ist nicht eine Funktion, die jedes Mal wieder aufgerufen wird, sondern sozusagen eine Funktion, die sich pausiert, die sich einfriert, sobald sie ein Yield erreicht hat. Und wenn sie fortgesetzt wird, dann fährt sie einfach fort. In meinem Fall hier heißt das, macht einen zusätzlichen Schleifendurchlauf oder einen dritten, einen vierten. Auf diese Weise können wir dann über alle Nachbarn drüber iterieren. So, damit kommen wir zurück zu G-Search. So, wenn der Nachbar in der Liste der erledigten Knoten ist, dann können wir den überspringen. Ansonsten gucken wir, ob wir den Knoten schon mal bewertet haben, also in der Bewertung liegt. Und jetzt schauen wir nach, sind die neuen Kosten, die wir dieses Mal errechnet haben, besser als die Kosten, unter denen wir diesen Knoten schon mal erreicht haben? Wenn ja, dann wird natürlich geupdatet. So, dann haben wir offensichtlich eine Abkürzung zu diesem Knoten IIJJ gefunden, der mit... Also wir updaten das Prefs-Dictionary und wir updaten die Bewertung. Also haben wir jetzt einen Shortcut entdeckt. So, wenn der noch nicht in der Done-Liste war und wenn wir den auch noch überhaupt gar nicht in der Bewertung hatten, dann findet jetzt eine Erstbewertung statt. Das heißt, dieser Knoten wird jetzt an die offene Liste von Knoten hinten dran gehangen. Er wird in dem Prefs Dictionary mit aufgenommen und er bekommt seine Initialbewertung, nämlich die Kosten, die wir jetzt hier bestimmt haben. So, und das machen wir mit allen validen Nachbarn, die nicht zu hoch sind. Und da muss am Ende unsere offene Liste sortiert werden, und zwar sortiert werden anhand der Bewertung. Wir wollen mit den Knoten sozusagen fortfahren, die noch geringste Bewertung haben. So, und hier ein Unterschied zum richtigen A-Star oder zu einer Ausprägung von A-Star mit einer weniger primitiven Heuristik wäre hier noch in die Bewertung nicht nur einfließen zu lassen, was es uns gekostet hat, bis an diesen Knoten zu kommen, sondern eben auch eine Abschätzung dafür zu geben, wie viel die vermuteten Restkosten sind bis zum Ziel. Aber den Ärger habe ich mir jetzt hier gespart. Wozu? Dijkstra löst das hier absolut professionell. Und diese While-Schleife durchlaufen wir eben so lange, bis wir an dieses Return kommen. Und das löst im Wesentlichen schon den ersten Part. Bam, 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 bam. Bis hierhin lese ich sozusagen nur ein. Hier wird die Matrix aufgefüllt. Ich filtriere mir die Startposition und die Endposition aus dem String-Input heraus. Hier rufe ich dann die G-Search-Funktion auf, die mir dann dieses Prefs-Dictionary gibt. Und dann durchlaufe ich dieses Prefs-Dictionary angefangen von Finish bis nach vorn zum Start und zähle mit, wie viele Schritte wir also gehen mussten, um entlang des kürzesten Pfades vom Start zum Ziel zu kommen. Und das ist auch die Größe, die in Part 1 gefragt wurde. Ja? Also wie lang ist der kürzeste Pfad von Start nach Ziel? Das war Part 1. Part 2 wird jetzt interessant.
Part 2 war witzig. Denn das war eine. Das war ein wirklich schöner Twist auf eine A-Star-Aufgabe. Jetzt haben wir sozusagen den kürzesten Pfad von S nach E gefunden und jetzt wird gesagt, okay, was ist unter allen kleinen A's der kürzeste Pfad? Also, was ist ausgehend von jedem kleinen A jeweils der kürzeste Pfad und von all diesen kürzesten Pfaden, wie lang ist der kürzeste? Wie lang ist der kürzeste Pfad von irgendeinem der kleinen A's aus? Und in Part 1, wo ja sozusagen das klein A vorgegeben waren, da kamen wir auf 31 Schritte im Vorführbeispiel. Und in Part 2 sind es dann 2 Schritte weniger, nicht nur noch 29 Schritte, weil, wie sich herausstellen will, wird nicht hier oben dieser Start oben links optimal ist, sondern hier unten rechts. Der wird optimal sein. Aber wie findet man das jetzt? Nun gäbe es den naiven Ansatz, einfach Brute Force für alle kleinen A's in der Karte jeweils den kürzesten Pfad raussuchen, die kürzesten Pfade miteinander vergleichen und der kürzeste davon ist ja dann der gesuchte. Das Problem daran ist nur, das kann dauern. Also das kann richtig dauern. Das ist dann auch nachher, wenn man sich den individualisierten Input anschaut. Machen wir es doch mal. Hier ist er. Man erkennt da so ein bisschen Strukturen. Der Witz ist aber, hier überall diese dunklen Flecken, das sind alles kleine A's. So von jedem kleinen A aus loszumarschieren, das kann lange dauern. Ich glaube, Part 1 zu lösen mit Dijkstra hat ungefähr 3-4 Sekunden gebraucht. Nun kann man sich hochrechnen, wie viele A's hier das eigentlich sind. Wie viele Stunden das also dauern würde, alle kleinen A's durchzuprobieren. Also ultimativ kann man es machen. Aber es deutet sich schon an, es könnte möglicherweise eine bessere Strategie geben. So. Eine Variante wäre jetzt, die Brute Force Methode ein bisschen zu schlanken. Wir sehen, hier ist das große E. Offensichtlich lohnt es sich nicht, zu irgendeinem kleinen A ganz links zu gehen, nehme ich an. Aufgrund hier der einigermaßen homogenen Strukturen aus A's und C's und B's. Möglicherweise reicht es sich, die kleinen A's auf der rechten Seite anzuschauen. Es könnte aber auch ein Trugschluss sein, weil ich jetzt hier wirklich gar keine kleinen B's sehe. Das heißt, von diesen kleinen A's würde man ja nie auf das kleine C hochkommen. Ja, sei es drum. Noch eine Verfeinerung dieser Idee wäre natürlich, ich starte von einem kleinen A, lasse mir das Press Dictionary generieren und ich brauche dann von keinem kleinen A aus mehr lossuchen, das in dem Press Dictionary schon enthalten ist, weil da kenne ich schon das entspricht ja gerade den kürzesten Pfaden. Ich müsste also nur noch andere kleine A's checken, die mein Press Dictionary erweitern und updaten können. Ich könnte also sozusagen ein clever Restart versuchen mir zu überlegen. Aber letztendlich sind alles Formen, die die Brute Force Methode versuchen erträglicher zu machen. Aber es gibt noch eine letzte Strategie, die mir eingefallen ist, die das ziemlich elegant und ziemlich zügig löst. Und das ist A-Star, aber rückwärts. Also wir fangen nicht in S an und suchen unseren Weg nach E, sondern wir fangen unseren Weg in E an und suchen dann also den kürzesten Pfad zu irgendeinem der kleinen A's. Sozusagen, wir invertieren unsere Betrachtung und benutzen denselben Algorithmus einfach wieder. Und in dem Fall brauchen wir dann keinen teuren Restart oder keinen Brute Force. Wir müssen A-Star dann in Anführungszeichen nämlich nur einmal zur Anwendung bringen. Dies erfordert allerdings eine Modifikation, die typischerweise so nicht mit A-Star mitkommuniziert wird. Normalerweise ist es so, dass
Ich kenne Formulierung von A-Star nur, wie in Part 1, wenn ein, die das Problem lösen für einen gegebenen klaren Startpunkt und einen gegebenen klaren Endpunkt. Aber eigentlich, das ist sozusagen diese Zeile hier, ja, wenn der Knoten aus der offenen Liste der Zielknoten ist, dann hör auf. Aber statt die Identität mit einem Zielknoten zu prüfen, könnte man A-Star auch dahingehend verallgemeinern, dass wir nicht einen Endknoten, einen Zielknoten übergeben, sondern eine Zielbedingung. Und sagen dann, jeder Knoten, der diese Zielbedingung erfüllt, der löst unser Problem und dann können wir sozusagen den a priori unbekannten Zielknoten und die, den Pfad dahin zurückgeben. Und diese Bedingung, die würden wir dann also dann hier konkretisieren, indem wir sagen, irgendwo hier unten habe ich es aufgerufen, genau, da, das ist meine Zielbedingung. Ich sage, mein Knoten erfüllt dann die Zielbedingung, wenn es in der Heatmap, in der Höhenkarte, gerade die Höhe 0 hat, dann ist es eins der kleinen As. Die Art und Weise, wie ich meine Matrix hier aufbaue, ist, ich nehme die Ordnungszahl der Buchstaben und ziehe die Ordnungszahl von klein a ab. Dadurch bekomme ich die Zahlen 0, 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter bis 22, 23, 24 und so weiter. Das heißt also, sobald ich auf einen Eintrag in der Matrix 0 stoße, ist das ein kleines a. So, und damit habe ich also meine implizite Kondition anstelle von meinem expliziten Zielknoten gegeben und kann dann damit einfach A-Star erneut aufrufen. Allerdings muss man hier jetzt aufpassen oder musste ich dann aufpassen bei der Neighbors-Methode. Wir hatten das bei Part 1 ja gesagt. Ein Nachbar ist nicht valide, wenn er aus dem Grid rausführt oder wenn der Nachbar vom Höhenwert zu hoch ist. Dadurch, dass wir jetzt aber versuchen, rückwärts zu laufen, müssen wir jetzt also umgekehrt die Frage stellen, wenn der Nachbar darf nicht zu niedrig sein. Wie gesagt, weil wir rückwärts laufen, das darf dann höchstens eine Höhe runtergehen. Auf gar keinen Fall mehr. So, und das löst dann auch schon Part 2 für mich. Ziemlich galant und ziemlich fix. Genau zu sein, genauso schnell wie Part 1. Fast sogar ein Tick schneller, weil der kürzeste Pfad hier ist ja ein bisschen kürzer. Ja, das ist alles, was ich für heute habe. Und das wird dann die nächsten Tage jetzt auch so sein. Ich werde nicht mehr jedes Türchen lösen, wenn ich abschätzen kann, dass da die Spaß-zu-Arbeit-Ratio, also das Verhältnis von Spaß zu Arbeit, Arbeitsaufwand, nicht zu meinen Gunsten ausfällt, dann werde ich das überspringen. Aber A-Star heute, das fand ich interessant, deswegen habe ich ein Video dazu gemacht und schauen wir mal, wie viele Aufgaben ich in diesem Sinne noch interessant finde. Vielen Dank, dass ihr reingeschalten habt. Wir hören uns und sehen uns hoffentlich bei einem neuen Türchen oder anderen Videos in der Zukunft. Wenn euch das Video gefällt, liked und subscribed es doch gerne und den Kanal. Der Kanal ist nicht monetarisiert, ich verdiene damit kein Geld, aber ich freue mich über positiven Response. Und damit verabschiede ich mich. Ciao, ciao!